bin eine Drecksschlampe. Sie können mich auch in den Arsch ficken. Oder sie wichsen mir mal richtig schön zwischen die Titten. Ich stehe so in dem Supermarkt an der Schlange. Auf einmal die Kassiererin. Frau Arschloch, bitte zur Kasse 4. Frau Arschloch, bitte kacken. Und plötzlich rennen alle Menschen, die in der Schlange vor dir standen, wie die Wilden zur anderen neu eröffneten Kasse. Mama, der Mann da, der rast direkt auf mich zu. Verpiss dich, du kleine Schlampe. Und dann denke ich mir so, weil ich gerade an meinem Handy war, oh, Kasse 4 ist offen, oh. Dann gucke ich zur Kasse 4 und sie ist voll besetzt. Kennt ihr das? Ach übrigens, wer den Beef zwischen Leon Mancheri und Aku Fett verfolgt, der wird ein Video gesehen haben, wo an Merz Haustür Eier geworfen werden. Sofern ich das richtig verstanden habe. In dem Format von den beiden namens Wenn du Eier hast, geht es darum, etwas zu tun, was der andere einem vorschlägt und wenn man es nicht macht, dann hat man keine Eier. Ich demonstriere euch das Ganze mal. Wenn du Eier hast, dann kackst du dir jetzt in die Hosen. Boah, dicker Lama, hast echt gezogen. Okay, also ihr merkt schon, man muss sich gegenseitig hier etwas härtere Aufgaben stellen. Er hat wirklich die Haustür von Mert, so ein Typen, mit dem sie gerade privat ein bisschen Stress haben, einfach mit Eiern beworfen. Jetzt bin ich dran. Wenn du Scheiße kackst, dann bewerf Mats Haus mit Eiern. Bruder, ich bin schwanger. Oh, Lama, oh, ja. Was ist das geil gerade, Junge? Es hat voll geil, Junge. Boah, Digga, krass. Ich muss schon sagen, sehr gutes Vorbild für Kinder. Außerdem, was, wenn in einem dieser Eier noch ein Küken drin war? Wo ist Luna Darko, wenn man sie braucht? So, aber ich muss jetzt diese Runde auch mal gewinnen. Also kommt her, ihr kleinen Arschfotzen, Alter. Los, 360! Junge, wie knapp! Wie knapp! Wie knapp! Bam, Alter! Okay, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Daumen hoch oder du wirst mit Eiern beworfen, wo Küken drin sind.